Ich glaube, es ist in der Tat eines der großen Zukunftsthemen. Diversity, wenn es darum geht, Personalmanagement in Unternehmen und in Behörden und in Organisationen weiterzuentwickeln und dass wir auch in Zukunft top sind. Natürlich muss man die Frage stellen, wie steht es um Diversity Management hier in Deutschland? Begreifen Arbeitgeber dieses Thema, dieses Anliegen als Herausforderung, übersetzt heißt das als Problem, oder begreifen Sie es als Chance, als Gestaltungsauftrag und kann Vielfalt Zukunft sichern? Ist Vielfalt ein wichtiger Standortfaktor? Wir hatten am Anfang ein Ziel, 100 Unternehmen zu gewinnen. Und heute können wir sagen, mehr als 1300. Und die Begeisterung, die ist nicht nur im Bereich von Unternehmen da, die unterschrieben haben, sondern es haben sich auch viele Kommunen dieser Charta der Vielfalt angeschlossen. Inzwischen große Organisationen. Und wenn wir jetzt es einmal konzentrieren, was ja unser Anliegen ist, auf den Unternehmensbereich, dann können wir sagen, etwa 6 Millionen Beschäftigte sind erfasst von denjenigen, die die Charta der Vielfalt unterschrieben haben. Wir haben 3 Zielgruppen vor allen Dingen im Auge. Es geht im entscheidenden Bereich um die Frage, wie gelingt es, mehr Frauen zu gewinnen, aber auch mehr Frauen den beruflichen Aufstieg bis in die Top-Position zu ermöglichen. Wie gelingt es, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht die Erfahrung machen, dass man sie anguckt und sagt, sie hätten doch jetzt sich lange eingebracht. Und es war ja oft so, dass ihnen dann bedeutet worden ist, da scharren viele Jüngere mit den Füßen. Nein, heute muss es auch heißen, wie gelingt es, Ältere länger im Unternehmen zu halten und auch von ihrem Erfahrungsschatz, von ihren Kenntnissen weiter zu profitieren. Und die dritte große Gruppe, das sind die Menschen mit Migrationshintergrund. Und wir haben eine wachsende Zahl hier in Deutschland. Wir haben auch die Botschaft, dass sie zunehmend im Bildungs- und Ausbildungsbereich vorankommen. Und der Gedanke der Internationalität ist heute für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Ich möchte Ihnen sagen, wir haben für das nächste Jahr einen Diversity-Tag, den ersten Diversity-Tag in Deutschland vor. Und dieser Tag heute hier beim Tagesspiegel könnte sozusagen der Start damit sein, dass wir uns jetzt alle warmlaufen, vorbereiten, überlegen, wie können wir in diesem Zeitablauf bis zum nächsten Jahr Diversity voranbringen und wie können wir uns aufstellen, um dann in einem Jahr, es ist der 11. Juni, zu sagen, ob hier in Berlin oder in einzelnen Regionen unseres Landes, was kann man tun an Schritten, nicht nur in großen Unternehmen, sondern in mittleren, in kleinen, in den Behörden, in den Organisationen, damit der Diversity-Gedanke wirklich greift.